jetzt 4:30 Uhr früh. Wir werden jetzt zum Flughafen gefahren, weil wir fliegen heute nach Sibirien. Jetzt geht's los. Die Tür geht zu. Dieses Meisterwerk der Technik wird mir ermöglichen, im kalten sibirischen Winter zu überleben. Meine Bandkollegen dagegen werden Erfrierungen dritten Grades an ihren Ohrläppchen erleiden, während ich schadlos durch die Kälte spazieren werde. Passkontrolle, check. Boarding Card, check. Abstrich am Akkordeon, check. Schlafkissen, check. Check, check. Kaffee, check. Läufer! Ja, Läufer. Oh, okay, wir laufen. Ankunft in Russland. Gerade eben angekommen, die Frische, die Luft ist ganz anders. Man merkt, im Sommer war hier noch Smog. Alles voller Smog, als die Wälder gebrannt haben. Inzwischen, es ist jetzt 1 Uhr mittags. Wir haben eine Zeitverschiebung von 3 Stunden. Ich habe soeben meine Wette verloren um eine Maus Bier mit unserem Herrn Oko. Das heißt jetzt nicht. Багаж дадите, с собой его не таскать. Gate to Hell. Am 28. Aber unser Flug geht erst um 20.11 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch lockere 5 Stunden Zeit, die wir hier in lauschiger Atmosphäre verbringen können. Unser Guide hat uns verlassen, er durfte ja nicht rein hier. Wir sind jetzt schon im Sicherheitsbereich. Der Guide zieht sich noch an. Da war der Check. Oh, sorry. Ich hasse Fliegen. Okay, soeben gelandet in Katimansisk. Nach 18 Stunden unterwegs, wie wir gerade festgestellt haben. Michi ist fast taub geworden nach dem Landeanflug. Hat sogar schwitzen müssen. Man sieht, wir nehmen einiges auf uns, für uns gewünscht. Und jetzt haben wir uns gerade dazu entschieden, dass wir es nicht den ganzen Leuten gleich tun, sondern schön sitzen bleiben und warten, bis alle draußen sind und dann unsere schweren Gepäckstücke von oben an. Wir haben keinen Stress. Sieht man das denn? Maxim, oh man! Hi. Armu yang hiyelmem, ar yin khayilmem. Khot khon kan jiyelmem, khot khon tayilmem. War die Fahrt. Maxim, say hello to our fans in Germany. Hello Germany. Hello München. Hey Maxim, do you know Bayern Munich? Bayern Munich, the football team? No. You don't know? Football? Football? No, you don't know. The place to be. He said a very nice, very bad acoustic. Der Michi ist aufgeregt. Michi ist aufgeregt.
2011, we had like 15 models, and they all left because it was boring. That's not right. That's not right. Hello, München. München. Der Michi ist gerade angepöbelt worden. Warum? Warum er sich keine Souvenirs kauft. Das fix nur mal. Wie der mal auf den Putin zoomen. Putin! Ich bin nicht Putin. Sie sind Soldaten, Sie sollen nicht denken, sondern handeln! Ei, ei, sir. Mein Gott, wie schön! Ach ja. Right. 20 minutes. Okay. The bus is coming. We go to excursion. I go to regional administration. Okay. Wie, und jetzt gehen wir tatsächlich ins bayerische Restaurant oder wie? Bavaria. Yeah. Great. 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 Ah, ich habe meine Lederhose vergessen. Mhm. Na geil. Jetzt sind wir schon in Russland, dann müssen wir ins bayerische Restaurant, oder was? Wie bitte? Was machen wir denn jetzt? Ah. Ja, jetzt geht's los und wir machen eine Exkursion um die unglaublichen sehenswerten Sehenswürdigkeiten von Katimansisk zu erkunden, zu sehen mit einer englischsprachigen Reiseführerin, die uns genau schildern wird, wo es lang geht und was es da überhaupt auf sich hat damit, mit was auch immer. Cut. Das Bizarre ist, uns werden hier gerade die ganze Zeit lauter neue Gebäude gezeigt. Die Stadt ist an sich ja sehr, sehr jung. Gibt es ja, glaube ich, erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts so wirklich. Und dadurch ist die Geschichte natürlich auch denkbar kurz. Wir werden auch die ganze Zeit gefragt, ob wir jetzt aussteigen wollen und uns das anschauen. Wir verneinen dann höflich. Weil es ist ja auch kalt, minus 9 Grad. Haben aber gerade gesagt bekommen, es ist extrem warm. Weil normalerweise gibt es hier um die minus 40 Grad. Ja. Okay, weiter geht's. Das Abgefahrene an der Stadt ist ja auch, dass sie total abhängig ist von der Ölindustrie. Also ohne das Öl und das Gas wird es diese Stadt auch gar nicht geben. Und man merkt an jeder Ecke hier, dass das Öl hier die Macht hat. Der Konzern hier heißt Lukoil und Luk steht für die drei Städte, die dem Konzern gehören, L-U-K. Diese Städte sind wirklich in kompletter Hand des Ölkonzerns. Danke. Tiger. Diese weiße Fläche da unten ist der Fluss, gell? Das ist kein Land. Das ist der Fluss, ja. So, jetzt sind wir am Fluss. Und hier gibt es tatsächlich Eisfischer. Eisfischer. Da kommt die sibirische Weißwurst her. Die schwimmt da nämlich. Hier die Eisfischer. Eisfischer. This rock! Hello, München! Geht gleich los mit dem Konzert. Wir sind alle total müde.
und es sind ein bisschen Aliens hier. Und ich würde mal sagen, Bühne frei für das Buffet. Ein bizarres Konzert. Oh. Bizarr. Russland bizarr. Ist bizarr. Und alle Russen sind es irgendwie auch. Aber bizarr, geil. So, unser Russenlands-Abenteuer ist fast am Ende. Wir gehen jetzt ins Bett für 3 Stunden und danach um 5.15 Uhr klopft der Zimmerservice, gibt es Frühstück. Und um 6 Uhr fahren wir zum Flugplatz. Das ist in 3 Stunden und jetzt ist 2 Uhr. Schade. Ah, verdammte Zimmertür. Ich hätte noch stehen lassen sollen, oder? Wir fahren nach Hause. Morgen, Oko. Moin. Und wie fühlen Sie sich? Gut. Gut geschlafen? Ausgeschlafen? 1 Stunde. Ja, ausgeschlafen also. Ja. Sehr schön. Und wie war's Frühstück? Super. Ja, was gab's denn? Kleine Würstle. Und was dazu? Ein süßes Gebäck. Gab's da Brot? Na. Gibt's erst wieder zu Hause. Hast du alles aufgegessen? Na. Nee. Kaffee, wenn es runterging. Nee, mir ist auch der Appetit beim Essen vergangen. Ihr habt die kleinen Würstle mir reinzwungen, aber die eine Speise habe ich nicht mehr geschafft. Nee, eins probiert. Aber hier gibt es keine Stoffe.